Hallo, mein Name ist Manfred Brasch, ich bin Landesgeschäftsführer des BUND in Hamburg und möchte mit euch auf die aktuellen umweltpolitischen Ereignisse schauen. Diese Woche auch in den Medien nachzulesen, die CDU macht einen Vorstoß, die Verbandsklage einzuschränken und am liebsten ganz abzuschaffen. Die Verbandsklage ist ja eine Möglichkeit für uns als BUND, als Anwalt der Natur aufzutreten, und wir haben damit auch in Hamburg schon einiges erreicht. Wir haben einen besseren Luftreinhalteplan eingeklagt und wir konnten dafür sorgen, dass für das Kohlekraftwerk Moorburg kein Elbwasser zur Kühlung benutzt wird. Genau dieses Recht will jetzt die CDU offenbar auch mit einer Allianz mit der SPD auf Bundesebene einschränken, und wir werden uns mit Händen und Füßen dagegen wehren, weil diese Rolle müssen wir weiter spielen und es steht auch einem Rechtsstaat gut zu Gesicht, eine Verbandsklage zu haben, weil ansonsten kann niemand die Hand für die Natur tatsächlich erheben und dafür streiten. Was gibt es noch? Traurige Bilanz. Die Situation der Hamburger Straßenbäume ist nach wie vor sehr angespannt. Obwohl die rot-grüne Koalition schon 2015 gesagt hat, wir wollen den Bestand der Straßenbäume halten und sogar wieder ausbauen. Das ist mitnichten der Fall. Wir verlieren jedes Jahr noch mehrere hundert bis zu 1000 Straßenbäume in der Hansestadt. Das darf nicht so weitergehen. Deswegen hat der BUND heute ein Baumschutzprogramm gefordert mit entsprechenden Mitteln und Personal. Es muss vorangehen. Wir brauchen wieder mehr Bäume in Hamburg. Und damit euch ein schönes Wochenende. Ciao.